Hallo. Bin was nix. Okay, gut. Ich mache eine kurze Terminankündigung für die nächsten MATLAB-Events. Und zwar am 9. Jänner, dem Montag, treffen Sie die Ingenieure ohne Grenzen hier im MATLAB. Tag darauf, am Dienstag, den 10., Vienna C++ User Group. Einen Tag darauf wiederum gibt es den Missing Maps Mappathon. Wo es darum geht, dass man per OpenStreetMap Dinge einträgt, die man eben also von eher so Entwicklungsländern und so weiter, damit die Ärzte ohne Grenzen das leichter haben, dass sie sich dort zurechtfinden. Also Risikoeinschätzung und so weiter. Und am selben Tag, am Abend, gibt es noch das große Lasagne-Fressen. Danke. Lasagne-Prozession, ich ketzer. Na gut, ja, am Dienstag, den 17. gibt es Chaos Communication Caffeine, haben wir schon gehabt. Metafunk, Debienna und am 20., den Freitag, gibt es den 14. Hackathon im MetaLab, wo es anscheinend eher so um Biohacking gehen wird, aber ich glaube auch um Infrastrukturhacking, also so Dinge fertig machen mit dieser Blinkenwall hinter dieser. Und der Overflow macht einen Arduino-Workshop für Noobs am Samstag, den 21. Es ist eher ein Testlauf für einen anderen Workshop, aber man lernt wahrscheinlich genauso viel. So, dann haben wir noch die Python User Group am 26., den Meta Day am 27., den 74er Meta Day. Gibt es da schon ein Thema zu? Also Biohacking. Okay, und am 31., da kommen wir jetzt zum Main Event, Radical Server Unit 11, Self-Hosting und Strafrecht. Also wir werden da Juristin oder Juristin in Ausbildung einladen, die uns da ein paar Fragen beantworten wird. Radical Server Unit, da geht es eher so um quasi, wie kann man möglichst dezentrales Internet machen, wie kann man selbst die Services hosten und so weiter, damit man nicht in der Google oder was auch immer Cloud hängt, sondern tatsächlich Herr oder Herrin über die eigenen Daten ist. Ja, das war es zumindest für Jänner und ich wünsche euch noch viel Spaß im MetaLab. Übrigens, ich biete auch Führungen an, für den Fall, dass jemand noch nicht so auf dem MetaLab war oder das MetaLab eigentlich nicht kennt, einfach mich ansprechen. Ja, genau. Okay, vielen Dank, Andreas.